Eine neue Woche heißt, es gibt auch ein neues FRM-Regionalmagazin. Dazu möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Unser erster Beitrag führt uns heute nach Bannewitz. Dort wird am 6. Februar ein neuer Bürgermeister gewählt und wir stellen Ihnen die beiden Kandidaten schon einmal kurz vor. Am 6. Februar wird in Bannewitz ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Ära Christoph Fröse geht zu Ende. Um das Amt bewerben sich Heiko Versig und Roland Auxel. Beide kennen sich mit der Bannewitzer Kommunalpolitik bestens aus. Heiko Versig ist 39 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 2010 ist er in der Gemeindeverwaltung angestellt und leitet seit Juli 2011 den Fachbereich 1 für Kitas, Schule, Feuerwehr, Kultur und Sport. Roland Auxel ist 38 Jahre alt, ledig und arbeitet als Büroleiter des Abgeordnetenbüros von Frau Staatsminister Barbara Klepsch. Im Ehrenamt ist er Gemeinderat und erster stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Bannewitz. Warum kandidieren Sie? Bürgermeister zu sein bedeutet, seine Gemeinde aktiv mitzugestalten. Das ist für mich die größte Motivation für die Bewerbung um dieses Amt. Seit 2010 bin ich in der Gemeindeverwaltung Bannewitz tätig und übe seit Sommer 2011 das Amt als Fachbereichsleiter für Soziales, Kultur, Jugend, Sport, Kita und Personal aus. Im Jahr 2017 hatte ich die Gelegenheit, aufgrund der Erkrankung des Bürgermeisters die Rathausgeschicke alleinig weiterzuführen. Sehr gerne möchte ich das für alle Bereiche komplett übernehmen. Im Amt des Bürgermeisters könnte ich meinen Hauptberuf, mein nebenberufliches Engagement als Gemeinderat und erster stellvertretender Bürgermeister zusammenbringen. Und als Sohn der Gemeinde Bannewitz könnte ich meine Heimat maßgeblich mitgestalten und sie auch vertreten. Insofern wäre das für mich eine sehr persönliche, reizvolle und schöne Aufgabe. 14 Jahre Bürgermeister Fröse. Was übernimmt der zukünftige Bürgermeister? Wo steht die Gemeinde? Grundsätzlich zeichnet sich die Gemeinde Bannewitz durch die sehr gute Lage als Verbindung zwischen Landeshauptstadt und dem ländlichen Raum aus. Das heißt, die Gemeinde ist durch einen starken Zuzug geprägt und dadurch haben wir auch viele Entwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, wir müssen uns die Themen im Einzelnen anschauen. Bei den Finanzen, die ja in der ersten Runde ein bisschen trocken sind, aber die sind rahmengebend und deswegen ganz wichtig. Bislang liegt uns nur der Jahresabschluss 2013 vor und das bedeutet, wir kennen unseren Besitzstand eigentlich gar nicht so richtig. Das heißt, wir wissen nicht, wie können wir genau investieren, wo müssen wir vielleicht investieren, um dann auch das zu halten. Außerdem, wenn ich mir den Schulstandort Bannewitz anschaue, haben wir dort auch noch ein großes Sanierungsfeld vor uns. Das heißt, der Altbestand muss dringend saniert werden und die Fahrzeugflotte der Feuerwehr ist ganz deutlich in die Jahre gekommen. Beispielsweise steht in Hänischen ein 30 Jahre altes Fahrzeug und das müssen wir dringend erneuern. Wir übernehmen eine sehr gute Infrastruktur, vor allen Dingen in dem Bereich der Kindertagesstätten, der Schulen und auch im Straßenwesen. Vor allen Dingen auch unsere Gemeindefeuerwehr steht sehr gut da. So können wir aktuell für 1 Million Euro das Feuerwehrgerätehaus am Standort in Possendorf um- und ausbauen. Auch vor Weihnachten konnten wir die Beschaffung der Artenschutzumstellung unserer aller Ortsfeuerwehren umsetzen. Wir haben ein motiviertes Rathausteam und sehr gut engagierte Kita-Angestellte, wo wir auch die noch ausstehenden Jahresabschlüsse aus dem Bereich der Kämmerei im Jahr 2022 umsetzen werden. Was sind die Zukunftsvisionen für Bannewitz? Was möchten Sie in den 7 Amtsjahren mindestens erreichen? Wo sehen Sie die Schwerpunkte? Kurzfristig möchte ich gerne noch in diesem Jahr, dass wieder Hochzeiten in Bannewitz möglich sind. Seit 1987 gibt es eine Vereinbarung mit der großen Kreisstadt Freital und seit diesem Jahr gibt es keine Hochzeiten mehr im Wohnort. Deswegen möchte ich gerne an den 3 Standorten Schloss Nötnitz, am Marienschacht in Bannewitz sowie der Possendorfer Windmühle hier wieder Hochzeiten anbieten. Ansonsten möchte ich mittelfristig ein sogenanntes Ökokonto für die Gemeinde entwickeln, um notwendige Baumaßnahmen im Gemeindegebiet zu kompensieren. Der Breitbandausbau ist ein wichtiges Thema auch für unsere Kommune und soll bis zum 31.12.2024 abgeschlossen werden. Auch zu diesem Datum ist der Ausbau des Grundschulstandortes an Bannewitz felsenfest geplant. Hier gilt es, das Bestandsgebäude in den Jahren 2023 mit den Fördermitteln des Freistaates Sachsen sowie des Digitalpaketes umzusetzen. Unsere Gemeinde besteht aus Ortschaften mit ganz starken Identitäten.
Und für mich gilt es, diese Identitäten zu bewahren und auf der anderen Seite auch ein Wir-Gefühl zu schaffen. Und das schafft man, denke ich, oder das möchte ich gern schaffen, mit einem Bürgerbudget, das ich aus dem Haushalt rausbringen möchte bzw. einstellen möchte, um hier die ganz verschiedenen Initiativen, die wir hier in der Gemeinde haben, auch zu unterstützen. Denn die Leute engagieren sich dann, wenn sie merken, es passiert auch was. Und bei solchen Finanzverhandlungen ist die Tischdecke immer irgendwo zu kurz und da fallen solche Themen, die für die eine Ortschaft ganz wichtig ist, aber für die anderen Ortschaften gar keine Rolle spielen, dann gern mal vom Tisch. Und deswegen möchte ich genau dort den Punkt ansetzen, denn das schafft ganz viel Verbundenheit und Identität. Wo sehen Sie Ihre Stärken für das Amt als Bürgermeister der Gemeinde Bannewitz? Ich bin seit 10 Jahren im politischen Bereich hauptberuflich tätig und bringe daher eine ganze Menge politischer Erfahrung mit. Ich bin lange Gemeinderat und erster stellvertretender Bürgermeister gewesen und weiß daher um die Strukturen und die Themen in der Gemeinde Bannewitz. Zudem ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, bei den Bürgermeisterwahlen im Landkreis, ob es nun Herr Peters aus Bad Gottleuberberges-Hübel ist, ob es Herr Gleisberg aus Glashütte ist oder die Oberbürgermeisterin von Dips, Kerstin Körner, sind alle stark mit ihren Gemeinden und Städten verbunden und haben einen ganz frischen Blick mit in ihre Gemeinde gebracht. Und ich denke, das würde auch der Gemeinde Bannewitz gut tun. Und daher möchte ich das Angebot machen. Lasst uns unsere Gemeinde gemeinsam gestalten. Das gilt für Gemeinderat, das gilt für die politischen Gruppen in den Ortschaften. Und deswegen werbe ich um Ihre Stimme bis zum 6. Februar 2022. Ich sehe meine Vorteile in der Vernetzung zwischen Wirtschaft, Vereinen, der Feuerwehr und der Gemeindeverwaltung. Sehr gerne möchte ich weitere Stammtische etablieren, um hier die Handwerker, Gewerbetreibende, aber auch unsere Schulen stärker miteinander zu vernetzen. Außerdem sehe ich durch mein Kreistagsmandat eine wichtige Funktion, weil wir hier frühzeitig über Fördermittelprojekte des Landkreises oder Freistaates Sachsen informiert werden oder Baumaßnahmen wie aktuell den Hengstberg in Bannewitz voranbringen können. Jetzt müssen die 9000 wahlberechtigten Bannewitzer entscheiden, wer die Zukunft der Gemeinde bestimmen soll. Sollte keiner am 6. Februar eine absolute Mehrheit erreichen, reicht dann beim zweiten Wahlgang am 27. Februar die einfache Mehrheit, um Bürgermeister in Bannewitz zu werden. 11.300 Einwohner hat die Großgemeinde und wir sind gespannt, wie die Wahl am 6. Februar ausgehen wird. Unser nächster Beitrag führt uns nach Diepoldiswalde. Dort saß lange Zeit Pfarrer Dr. Sebastian Schurich schon auf gepackten Koffern, denn er hat eine neue Pfarrstelle angetreten. Es führt ihn ins Erzgebirge und wir haben die Gelegenheit genutzt, uns noch einmal in der Reichstätter Kirche mit ihm zu unterhalten. Geschichten aus der Stadt- und Bärenapotheke Freital mit Professor Tatze. So, da wollen wir doch mal. Wunderbar. So, da gehen wir hier mal flink über die Tastatur. Ein Wisch und weg. So, die kleine Maus kriegt natürlich auch was. Besondere Zeiten, besondere Maßnahmen. Aber gut, dass es jetzt wieder Desinfektionsmittel gibt. So. Oh, aber besser noch, gut, dass es eine Apotheke gibt. Wischen. Bitte bleiben Sie gesund. Das wünscht Ihnen Ihr Professor Tatze von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Ja, das Labor meldet sich dann bei Ihnen. Wiederhören. Hallo, Herr Gerl. Ach, kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Carpendale? Hello again. Da bin ich wieder. Immer herein in die gute Stube. Nur mit der Auffrischungsimpfung sind Sie bestmöglich gegen schwere Erkrankungen durch das Coronavirus geschützt. Ja, ich freue mich heute noch einmal mit Pfarrer Dr. Sebastian Schurich sprechen zu dürfen, dem Pfarrer der Kirche St. Marien und Laurentius Diepoldiswalde. Das hat natürlich seinen Grund. Pfarrer Schurich verlässt Diepoldiswalde. Das ist quasi unser letztes Interview, was wir führen, es sei denn, so wir laufen uns irgendwann noch mal über den Weg. Wir haben diesen Termin heute hier gewählt, weil Sie ja gleich nach den Feiertagen packen. Sie treten eine neue Pfarrstelle an. Sie gehen nach Thüringen.
Was nicht, erwartet Sie? Nicht doch? Nach Thüringen. Nee, Sie gehen ins Erzgebirge. Sie kommen von Thüringen. Ich komme von Thüringen. Richtig, genau. Richtig. Mhm. Was erwartet Sie in Ihrer neuen Stelle? Mich erwarten eigentlich zwei Gemeinden. Eine große, eine etwas kleinere. Ein bisschen ähnlich wie hier die Konstellation mit Dieboldiswalde und Reichstätt. Erwartet mich dort die Kirchgemeinde Thum und die Kirchgemeinde Jahnsbach. Dort werde ich also Pfarrer sein ab dem neuen Jahr. Das heißt, eine neue Herausforderung. Mhm. Ich habe ein bisschen was, konnte ich mal schreiben. Also im Juni titelte die Freie Presse: Neuer Pfarrer für Thum in Sicht. Das war im Juni. Ja, das war im Juni. Das heißt, es ist keine ganz schnelle Reaktion gewesen. Wie läuft denn das in Ihrem Amtswesen? Naja, das lag jetzt an dem Entsendungsverfahren. Mhm. Ich habe im April erfahren, April 21, dass die Stelle in Thum frei ist. Und man kann dann bei der Landeskirche Sachsens darum bitten, dass man in diese Stelle entsendet wird. Und das habe ich also gemacht. Daraufhin hat die Landeskirche gesagt, ja, das geht. Und dann hatte die Kirchgemeinde in Thum und die in Jahnsbach 6 Wochen Zeit, darauf zu reagieren. Mhm. Und das haben wir dann Anfang Juni gemacht mit 2 Vorstellungsgottesdiensten. Und die haben gesagt, ja, das ist in Ordnung, den wollen wir haben. Und damit stand dann also praktisch seit etwa dem 6. Juni stand fest, dass ich Pfarrer in Thum werden kann und werde. Ich hatte immer den Eindruck, Sie können mich gern berichtigen, sollte der falsch sein, dass Sie sich sehr wohl in Dieboldiswalde fühlen. Ja, das ist auch so. Trotzdem dieser Wechsel? So. Mhm. Trotzdem dieser Wechsel, das war was ich eigentlich schon von Anfang an gesagt hatte, dass ich tatsächlich eher ein Mensch bin, der so aller 10, 11 Jahre eben mal sagt, ich möchte jetzt die Stelle nochmal wechseln. Das wird auch von der Landeskirche in der Regel angestrebt, es wird nicht durchgesetzt, aber angestrebt wird es. Aber mich hätte man daran auch nicht erinnern müssen. Ich bin tatsächlich einer, der von selber nach etwa 10, 11 Jahren sagt, es wird Zeit für eine neue Stelle. Genau. Am 6. September 2010 haben Sie Ihre erste Probepredigt in Dieboldiswalde absolviert. 6. September, ja. Okay. Mhm. Da war noch ein anderer Kandidat mit im Spiel. Das ist ja jetzt, Sie haben den Zuschlag bekommen. Haben Sie das in dieser ganzen Zeit schon mal bereut? Nein, nie. Es war ein großer Segen, dass ich hier sein konnte und dass ich diese 11 Jahre hier so haben konnte. Also was ist denn das jetzt für eine Gemeinde, diese Dipser Gemeinde? Was zeichnet die aus? Oder was? Wenn man sich wohlfühlt, muss ja auch alles stimmen, es muss ja harmonieren. Ja, naja, beide Kirchgemeinden, gell, die von Dieboldiswalde und die von Reichstätt, die sind eigentlich beide sehr selbstbewusst, die haben eine eigene Meinung, die sind sehr engagiert, unglaublich lebendig, regeln viele, viele Dinge selber, sind einem Pfarrer wirklich auch ein Geist. Geistliches Gegenüber und ein geistlicher Begleiter. Das ist ein schönes Miteinander. Wir hatten uns ja ursprünglich in Dieboldiswalde verabredet und haben mich nochmal angerufen und gesagt, könnten wir das nicht in der Kirche in Reichstätt aufzeichnen? Mhm. Was ist da der Hintergrund? Der Hintergrund ist einfach, für uns sind die Wege in Dieboldiswalde immer ganz kurz. Wir haben jedes Weihnachtswort aus Dieboldiswalde gedreht und auch sonst die Interviews. Aber ich bin genauso und auch genauso gerne Pfarrer in Reichstätt die ganze Zeit gewesen. Ich bin auch hier in Reichstätt sehr, sehr zu Hause und sehr, sehr gut angenommen worden. Mir war es einfach wichtig, dass wir auch mal in dieser Kirche zusammen sind und dieses Interview hier aus dieser Kirche miteinander führen. Wir haben uns ja in den letzten beiden Jahren oft gesehen, ich hatte es schon mal gesagt, allein durch die Pandemie. Sie haben ja dort auch neue Wege gegangen, indem Sie uns auch haben Aufzeichnungen machen lassen, die wir dann gesendet haben. Jetzt stecken wir ja immer noch in der Pandemie und auch dieses Weihnachtsfest ist weit entfernt von aller Normalität. Ja. Für einen Pfarrer sicherlich ein Zustand, der schwer zu ertragen ist. Das ist nicht ganz leicht, das stimmt schon, es betrifft alle Feiertage, es betrifft dann übrigens auch meinen Verabschiedungsgottesdienst. Das ist tatsächlich nicht leicht. Immerhin geht dieses Jahr schon wieder etwas mehr als letztes Jahr. Letztes Jahr war, glaube ich, kurzerhand am 24. alles abgesagt, dieses Jahr gehen immerhin ein paar Andachten. Aber es ist natürlich weit von dem entfernt, was man sich eigentlich selber für Weihnachten wünscht. Das wäre schon schön, wenn es normal möglich gewesen wäre. Es ist ja auch, wie reagiert denn jetzt die Gemeinde darauf, dass man wieder absagt und wieder. Die nehmen es mit, die tragen es mit Fassung und mit, ja, was soll man anders machen, gell? Wir haben nicht so viel Wahl, als so zu handeln, wie wir eben handeln müssen jetzt unter den Vorgaben und unter der Situation, in der wir alle sind. Es ist schade, ja. Mhm.
ich hoffe, dass die Gemeinde dann irgendwann mal wieder richtig ordentlich schön Weihnachten feiern kann. Hoffen wir dann auch, dass Ihre neue Stelle in Thum dann auch mit von Normalität begleitet ist. Sie konnten ja in die Poldiswalde auch sehr viel mitgestalten. Sie waren zum Beispiel auch dabei zur 800-Jahr-Feier. Ja. Für den Pfarrer auch ein ganz großes Ereignis. Ja. Ja. Und Sie haben sich auch eingebracht, wenn Sie da nochmal zurückdenken, war das ein bisschen der Höhepunkt? Das war ein Höhepunkt. Ja. Es gab mehrere Höhepunkte. Mhm. Auch die 700 Jahre Reichstätt ein Jahr später waren sehr schön. Auch einige Schritte auf dem Weg zu diesen beiden Jubiläen waren sehr schön. Es hat uns vor allen Dingen auch als Gemeinde mit ganz vielen Leuten zusammengebracht, mit denen wir sonst wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt so zusammengearbeitet hätten. Es war einfach schön, das ganze Miteinander in beiden Orten, wie wir da als Teil der jeweiligen Orte eben auch mitwirken konnten. Mhm. Ja. Jetzt verlassen Sie die Poldiswalde und Sie hinterlassen ja auch eine Lücke, die noch nicht amtlich geschlossen ist. Ja. Man weiß nicht, wann der nächste Pfarrer hier seinen Dienst antreten wird. Sie sind auch ein bisschen bang ums Herz, um die Gemeinde, dass Sie die jetzt... Mir ist in solchen Dingen eigentlich nie bange. Natürlich ist es so, dass man jetzt wahrscheinlich etwa ein Jahr wird warten müssen, bis ein neuer Pfarrer dann da ist. In der Zeit ist erstmal jemand anders, Pfarramtsvertreter logischerweise, auch geistlicher Vertreter für die Poldiswalde und Reichstätt. In der Zeit wird in meiner bisherigen Wohnung eine ganze Menge gemacht werden. Und dann wird man sehen, welcher Pfarrer, welche Pastorin sich möglicherweise für diese Gemeinde interessiert. Mhm. Und für die Arbeit hier im Osterzgebirge, das werden wir sehen. Aber ich denke eigentlich immer, dass uns dann auch die richtigen Leute zugeführt werden. Sie wollten ja schon mal weg. Sie wollten Superintendent werden, kam ins Bautzen. Muss man sich ja auch wählen lassen. Ne? Da hat man Sie nicht gewählt. Da hat man mich nicht gewählt, das ist richtig. Sind Sie dann gern wieder hier geblieben oder war dann schon dieser Wechselwunsch, diese Unruhe in Ihnen? Also es ist, ja, na sicher. Ich meine, wenn ich damals gewählt worden wäre ich natürlich auch gegangen, das ist klar. Es war ein bisschen früh. Im Grunde war es mir gar nicht so unlieb, dass ich doch noch ein paar Jahre hier bleiben konnte. Aber im Grunde war das so das erste Mal, dass ich innerlich gemerkt habe, es könnte langsam die Zeit gekommen sein, sich nach einer neuen Stelle umzuschauen. Und jetzt ist es soweit? Jetzt ist es soweit. Die Koffer sind gepackt, die Umzugswagen sind praktisch schon vor der Haustür. Die Umzugswagen werden bald vor der Haustür stehen, ganz genau. Sind Sie aufgeregt? Sehr, sehr, sehr aufgeregt. Und auch immer so hin und her gerissen, weil man natürlich hier in den Orten mit einer großen Wehmut natürlich unterwegs ist, sich von manchen Leuten noch verabschiedet. Und währenddessen, wann immer wir in Thum sind, da überwiegt dann sofort eigentlich die Vorfreude. Etwas Neues beginnt und auch der Wunsch, dann endlich bald dort sein zu können. Genau. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, Gott sei Dank, ich bin weg, das vermisse ich jetzt überhaupt nicht? Irgendwas, wo Sie sagen... Das hat mir nie gefallen, hier an die Poldiswalde. Tatsächlich eigentlich gar nichts. Nein, nein. Also Sie schauen rundherum zufrieden auf diese Jahre zurück? Naja, zufrieden, sagen wir mal so, was sehr grundsätzlich ist, nämlich dass die Gemeinden schrumpfen, das hat sich nicht geändert. Gell? Das hat sich in ganz Deutschland nicht geändert, das hat sich in Reichstätt und die Poldiswalde auch nicht geändert. Aber im Rahmen dieser Grundgegebenheiten ist es, glaube ich, hier ganz gut gelaufen. Mhm. An was liegt das? Haben Sie da eine Erklärung? Kann man da einen Grund ausmachen? Oder gerade in die Poldiswalde und Reichstätt hier? Nee, keinen, der ortsspezifisch ist, glaube ich. Nee, da muss man dann eher darüber nachdenken, wieso eben Religiosität in Mitteleuropa so stark zurückgeht. Das hat aber, glaube ich, keine ortsspezifischen Gründe. Ist das schade? Also gerade jetzt bei Konfirmationen, ne? Also man weiß von früheren Zeiten, da war die Konfirmation ganz wichtig, das war der Gang ins Leben für die jungen Menschen. Und wenn heute da 3, 4, also im großen Ort wie Reichstätt, konfirmiert werden, ist das doch schon sehr wenig. Ne? Das ist wenig. Gut, wobei ich jetzt sagen muss, für mich als Pfarrer ist es jetzt hier in Reichstätt nie anders gewesen. Natürlich kriege ich Bilder gezeigt, gell, wo früher mal nur so 20, 30 zur Konfirmation auch hier gegangen sind in Reichstätt oder Hunderte in die Poldiswalde. Ist keine Frage. Freilich beschleicht einen Wehmut. Ich weiß auch, wie groß meine Konfirmandengruppe war, als ich mal selber konfirmiert worden bin. Und wenn ich aus meiner Heimatgemeinde sehe, dass da jetzt noch 4 oder 5 konfirmiert werden, freilich ist das mit Wehmut verbunden, ist keine Frage. Gell? Auf der anderen Seite ist es so, dass vielleicht manch einer von denen vielleicht, naja, ich will nicht sagen bewusster zur Konfirmation geht, aber heute müssen viele Leute sehr viel gründlicher darüber nachdenken, warum sie diesen oder jenen Schritt gehen. Wenn Traditionen sich auflösen, ist das einerseits schade, weil es Geländer der Gesellschaft verloren geht und auf der anderen Seite fordert es einen individuell zum Nachdenken raus. Warum mache ich jetzt das trotzdem?
Sie werden dieselbe Situation auch in Thum haben? Ja, ganz sicher. Also Sie kommen ja dort nie in eine Gemeinde, die dort ganz anders dasteht. Ja. Was nimmt man sich vor als Pfarrer? Was will man erreichen? Ich sag mal, bei Ihnen noch 10 Jahre, 10, 12, 13 Jahre. Wo liegen jetzt die Ziele? Naja, das ist eigentlich ähnlich wie als ich vor 11 Jahren hierher nach Dippoldiswalde gekommen bin und nach Reichstätt. Gell? Es hängt sehr vieles davon ab, was die Gemeinde selber für Voraussetzungen mitbringt, wie Thum tickt, wie Jansbach tickt und was dort möglich ist. Das muss ich einfach gucken. Gell? Ich bin nie einer, der mit Konzepten kommt, ohne vorher die Gemeinde zu kennen. Es gibt ein paar Dinge, die man dort machen kann. Die Thumer würden sich freuen, wenn sie irgendwann mal eine funktionierende Orgel in ihrer Kirche hätten. Das ist ein rein äußerlich messbares Bauvorhaben. Wie es aber ansonsten gelingt, die Gemeinde geistlich zu führen und zu leiten und da miteinander einen Weg zu gehen, das werden wir sehen. Auf jeden Fall habe ich gelesen, Sie sind eine Gemeinde, also gerade im Gemeinde, was die Leitung betrifft, alles mit Frauen besetzt. Dort stimmt die Quote, kann das sein? Die Gemeindepädagogin, eine Kantorin, eine eine Kirchnerin, Friedhofsleiterin. Und ja, es gibt auch ein paar Männer, die dort Dienst tun. Also auf der Homepage habe ich nur Frauen gesehen. Habe ich gedacht, Mensch, ein quotenstarker Ort. Es gibt auf dem Friedhof, auf den beiden Friedhöfen arbeiten jeweils zwei Männer noch. Ja. Ja, das stimmt. Ja, wobei, wenn Sie hier geguckt hätten, wäre es gar nicht anders gewesen. Gell? Hier ist es, also in den Büros arbeiten hier auch größtenteils eigentlich nur Frauen, ausschließlich Frauen. Der Kirchner ist ein Mann, die beiden Friedhofsmitarbeiter hier im Bereich Dipsschmiede sind Männer. Die Kirchenmusikdirektorin ist jetzt hier auch eine Frau. Ja. Die Gemeindepädagogin war schon beim Kommen eine Frau, ist auch jetzt eine Frau. Also ja, das ist schon so in der Pfarrerschaft. Ich arbeite aber mit Kolleginnen zusammen. Das ist insofern mal was, aber auch nicht ganz neu. Gell? Auch Altenberg hatte lange Zeit eine Pfarrerin. Wie haben Sie denn den Kirchenvorstand von Thum überzeugen können von sich? Haben Sie was anderes gemacht oder waren Sie einfach Sie selbst? Wie macht man das? Bereitet man sich für so eine Predigt besonders vor? Will man die irgendwie fangen? Also man bereitet sich auf so eine Predigt natürlich sehr besonders vor. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, wenn man versucht, etwas darzustellen, was man selber nicht auch ist, dann hat man eigentlich keine Chance. Dann bringt das nicht viel. Nee, also eigentlich im Grunde, also jedenfalls bei mir ist das so, ich spüre, ob eine Situation entspannt ist oder ob sie nicht entspannt ist. Und tatsächlich habe ich bei allen meinen bisherigen Bewerbungen vorher eigentlich, bevor die eigentliche Entscheidung gefallen war, ein Gefühl gehabt, ob es geklappt haben wird oder nicht. Mich hat also eigentlich keine der bisherigen Entscheidungen, ob sie positiv oder negativ ausgefallen waren, hat mich bis jetzt noch keine wirklich überrascht. Ist eigenartig. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist einfach so. Es ist ein großer Schritt, den Sie jetzt gehen. Sie gehen sich ja nie allein. Sie haben ja Ihre Frau mit. Geht ihr auch gern? Die geht, vielleicht nicht, was heißt gern? also meine Frau ist grundsätzlich ein bisschen beständiger eigentlich, was Orte anbelangt. Sie hätte auch nichts dagegen gehabt, hier zu bleiben. Aber sie geht auch mit, doch schon. Was erwarten Sie sich jetzt von 2022? Wie sollte das Jahr optimal verlaufen für Sie? Ich wünsche mir, dass ich die Gelegenheit habe, in Thum und Jansbach sehr, sehr viele Leute kennenzulernen, sehr, sehr viele Leute zu besuchen. Ich hoffe, dass es mir vergönnt sein wird, die beiden Gemeinden unter möglichst abgeschwächten Corona-Regeln erleben zu können, wie die also sonst einfach so sind, dass ich beide Orte sehr gut kennenlernen kann und dass meine Frau und ich einfach in diesen beiden Orten sehr gut Fuß fassen. Ja. Und wie verabschieden Sie sich jetzt von den Dipsern? Hätten Sie da auch noch ein paar Worte von Ihrer Gemeinde? Für die beiden Gemeinden Dips und Reichstätt. Ja, also ich kann eigentlich nur sagen, dass ich tatsächlich hier unglaublich gerne gewesen bin, dass ich Reichstätt und Dippoldiswalde sehr dankbar bin, dass sie mich hier haben heimisch werden lassen, dass ich hier meine neue Heimat finden durfte und dass ich ihnen allen unglaublich dankbar bin für die zurückliegenden Jahre und dass ich ihnen allen von ganzem Herzen Gottes Segen wünsche und dass wir uns einander nicht aus dem Herzen verlieren und uns gerne aneinander erinnern. Alles, alles Gute für Sie alle miteinander. Ich denke, das lassen wir so stehen. Auch von mir Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark im Glauben. Und vor allem bleiben Sie so, wie Sie sind, offen. Das Einzige, was ich wirklich sehr vermissen werde, werden die Weihnachtsandachten sein mit diesen wunderschönen Gesängen. Ja. Wollen Sie das? Könnten Sie das in Thum auch wieder machen? Das muss ich sehen. Oder braucht man mit der Kirchenmusikerin sprechen? Sie haben ja einen super Chor gehabt, ne? In Dippoldiswalde. Also in diesem Sinne, alles Gute
Und vielleicht sieht man sich. Man sieht sich ja immer mehrmals im Leben. Genau. Danke. Alles Gute. Genau. Ja, das war das FRM Regionalmagazin für diese Woche. Sollten Sie Anregungen für einen Beitrag haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@frm-tv.de oder Sie rufen uns an, die 03504 61 62 10, und wir gehen dann der Sache nach. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss, Ihr Matthias Wagner.